Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex und einer neuen Aufnahmesession, die schon, ja, sehr lange auf sich warten ließ, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich hatte privat in letzter Zeit keine Zeit, das war jetzt schönes Deutsch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, wir sind auf den Spuren unserer Vergangenheit, unserer Kindheit, begleitet werden wir wieder von unserer wunderschönen Kaya, richtig. Ich habe ihren Namen noch nicht vergessen. Und wir wollen jetzt ein Fischerdorf besuchen. Und ja, ihr merkt es, es lebt gerade wieder. Wir wollen ein Fischerdorf besuchen, in der Informationen über unsere Vergangenheit zu finden sein sollen. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Achtung! Was zum Teufel? Viech? Da. Ein Horn. Au. Ein Hornwolf, würde ich sagen. Der ist verbuggt, wie es ausschaut, ne? Kriegt er überhaupt Damage? Jetzt kriegt er mal Schaden. So. Da haben wir auch einen. Und weg ist er. So, jetzt müsste wieder klappen. So. Aber hässlich sind die Viecher schon, ne? Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das jetzt ein mutierter Hund sein soll oder ein mutierter Mensch. Auch schon tut auf jeden Fall wie ein Krampus. Könnte sich auch um eine mutierte Ziege handeln. Bäh. Naja, egal. Die Frage stelle ich mir jetzt schon ziemlich früh, ne? Nach 160 Parts. Naja, ist früh genug. So, wir müssen dem gelben Pfeil da oben auf der Minikarte folgen. Und noch ein paar Hornwölfchen töten. Au! Was auch Bibi fein wäre, ist, wenn wir Kräutilis finden würden. Und ich muss jetzt wirklich anfangen, Ressourcen zu sparen, das heißt Tränke sparen. Nicht mehr alles wegzusaufen blind, das wäre sehr, sehr vorteilhaft. Na, servus. Ah ja, das wird ein Pieseln, genau, hier sind wir beim Weltenherz. Ja, ist mir gerade wieder eingefallen. Ich werde mich kurz hinlegen. Okay, das sind keine Betten, kann ich nur das hier nehmen. So, bis zum nächsten Morgen. Ja, nutzen wir das gleich aus, bis zum nächsten Morgen. Es ist zwar schon hell, aber ich will mich jetzt ein bisschen ausruhen. So. Um einfach Tränke zu sparen, weil, ja, wenn wir dann zum Endboss kommen, werden wir, glaube ich, viele Tränke brauchen. So, also, dann rennen wir weiter. Komm ein bisschen mit Speed. Tap, 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 tap. Wir werden selbstverständlich auch versuchen, so gut es geht, alle Viecher umzuhauen. So gut es geht. Weil mir kommt vor, die spawnen auch hier und da mal, wenn man längere Zeit nicht im Gebiet ist, weil so ein Kapitelwechsel gibt es ja nicht mehr, meine ich. Also keinen offensichtlichen. Und ja, da ist mir schon aufgefallen, dass hier und da einfach wieder mal so Gegner spawnen. Wenn man zum Beispiel den großen Lift benutzt, der zum zu dem einen verdammten Teil führt. Da sind dann doch des öfteren Gegner wieder gespawnt. Also ich will einfach nur versuchen, so viel wie möglich umzuhauen. Nicht nur um an Ressourcen zu kommen, sondern auch um Level-Ups zu kriegen. Ja. Was in dem Level, wo wir jetzt sind, gerade nicht sonderlich effektiv ist, weil man dann schon wirklich große Gegner besiegen müsste permanent. Aber bin ich hier eigentlich richtig? Das schaut mir irgendwie falsch aus. Na super. Hoffentlich kriege ich da jetzt keine Lecks. Ja, das hat schon mal hingehaut. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Was, das hat einmal hingehaut? Ja, es wirkt auf den ersten Blick richtig. Mal schauen. Bei dem Schiff hier waren wir aber auch noch nicht, oder?
Also auf jeden Fall lebt hier jemand. Das könnten wieder Banditen sein. Ich bin gewillt, mal kurz zu speichern. Das könnte jetzt unseren Bobschi retten. So, also schön speichern. So, dann schauen wir uns das hier mal an. Hallo, Freund oder Feind? Ihr schaut aus wie Feind, also Feind. Sehr gut. Verbannter. Ja, ist mir wurscht. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ja, da haben Sie recht, Gnädigste. Also das ist jetzt gut gegangen. Hätte ich nicht gedacht. Haben wir was zum Essen kochen? Also rohes Fleisch haben wir mehr als genug. Einen Asselfleischsteller. Mhm. Hochleistungssuppen geht nicht, weil da haben wir keine Energieriegel. Aber Steakteller. Angriffsstärke, da können wir, da will ich mal so 10. Hoppala. So, nein, so. 10 wären mal gut. Den normalen Steakteller. Also hoppala. Knochenmarkbrühe. Wärmende Suppe. Weil heilen tut er nicht so viel, nur 60, ne? Haben wir hier vielleicht. Hochleistungssuppe geht halt nicht, ne? Dann müssen wir diesen Teller hier wahrscheinlich kochen. Dann machen wir einfach. Ja, machen wir mal 20. Das ist halt nur ein kleines Dingens, aber. Ganz ehrlich, besser als nichts, oder? Dann machen wir hier noch einen Reststeak-Teller. Fertig. Passt. Dann könnten wir das noch schnell ausrüsten. Rüsti, rüsti, rüst. Hier glaube ich was. Genau, da. Steak-Teller. So mit Y. Ich würde sagen, das Futter tun wir mal dahin, ne? Also unser Essen. Wasserflasche hätten wir so viel. Wo ist denn jetzt diese Aasfleischsuppe? War hier. Strahlung, der Teller, da ist er. So, passt. Den Metallschrott nehmen wir natürlich mit. Mana-Trank. Schlafsäckchen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da können wir noch raufschauen, ob da noch irgendwas ist. Wir hier rein. Das ist zum Bezweifeln. Tatsächlich, hier haben wir was. Metallschröckchen. Lalilalila. Ich freue mich ja auch schon, wenn wir das Spiel erfolgreich abgeschlossen haben. Dann möchte ich ja noch liebend gern Risen 3 probieren. Also probieren. Generell zocken, damit wir auch die Risen-Serie fertig haben. Ganz ehrlich, also nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich mag das Spiel hier nicht. Das ist falsch. Ich mag das auch sehr gern. Aber ich wollte nur sagen, als kleine Anmerkung, Risen 3 werden wir auch auf jeden Fall zocken. Ich wollte schon mal anspielen, aber da kam mir Elex dazwischen. Elex! So, einmal looten, Heilpflanze. Ich glaube, das habe ich eh schon öfters gesagt, dass ich Risen unbedingt fertig zocken möchte, also alle drei Teile. Ist ja auch ein feines Spiel. Schon älter, ist klar. Aber es ist trotzdem fein. So, na ihr Gauner. Boah, das sind viele. Normal ist es kein Problem, oder? Ja, mal sehen. Auf. Oh, keine Energie. Der ist erledigt. Der ist erledigt. Sehr schön. Also, ja, Vorsicht. Der ist auch erledigt. Das ist echt kein Problem. Na, Kaya kann das. Das hast du fein gemacht, Mädchen. Meine Gute, meine Hübsche. Super. Und her mit dem Loot. Ich bin gerade am Überlegen. Schau, Heiltränke. Wie cool. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Zu zweit, meine Süße. Aber gern doch. Ein bisschen kuscheln schadet nie. So. Hier wird nichts sein, ne? Nein. Wie kommen wir jetzt eigentlich darüber? Ich glaube halt.
Ich glaube, es gibt keine Brücke oder so, ne? Können wir so weit schwimmen? Ich glaube, ne? Weil das wäre dann schon fast hier irgendwie. Ui, was haben wir da oben? Ein Viech. Warte mal, das tun wir mal fix speichern hier. Vielleicht können wir den Riesenkerl da oben besiegen. Das wäre mir ehrlich gesagt ganz schön lieb. Würde mich freuen. So, dann nehmen wir unsere Faust Gottes. Nein. Das war jetzt Blitz, Eis, Feuer, Feuer. Es brennt, Feuer. So. Na, was bist du denn für einer? Ein Unhold. Wollen wir mal, ob wir keine Chance haben. Ich habe eh gespeichert. Achtung! Ja, wir haben eine Chance. Man möge es nicht glauben. Aber das schaut gut aus. Ui. Das ist allerdings ungesund. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Das ist natürlich schlecht. Dann rüsten wir mal Schwert und Schild aus. Weil da kommt ja noch ein Viechlein. Ha, Steinklaue. Machen wir gleich mal kaputt. Kaputt. Und der Ding ist auch schon hin? Echt jetzt? Ist jetzt schon verreckt? Tatsächlich. Ja, cool. Passt. Sind wir zufrieden? Ja, mit deinem Blut. Hallo? Danke. Da vorne ist eine Spinne, ne? Ja, ja. Ich wollte jetzt noch das Setzerbrot mitnehmen. Das brauchen wir wieder zum Kochen. So und so. Da haben wir nochmal so ein schönes. Wir könnten ja wirklich jetzt die Zeit nutzen und einmal ein bisschen Viecher klatschen. Wisst ihr, wir wissen, dass wir darüber schwimmen müssen eigentlich, so wie es ausschaut, weil ein Boot oder so gibt es ja nicht. Dann können wir ja so gleich das Viech davor noch klatschen, oder? Auf jeden Fall mal speichern, das ist auf alle Fälle. Mein Handy meldet sich auch, aus unerklärlichen Gründen. Ich habe es eigentlich auf lautlos gestellt und trotzdem, ja, ist halt so. Da vorne ist noch ein Unhold. Oh, wie geil. Ui, da haben wir... Toll. Also lauter tolle Viecher. Kaya, mach dich mal bereit. Da geht's gleich um. Ich glaube, wir essen mal was, oder? Würde ich sagen. 100 damit. So. Na? Das war schief. Ich mag unsere Waffen auch so gern. Dass wir die so schön aufrüsten können. Das ist halt echt eine coole Sache. Aha, da vorne lebt jemand. Respekt, die sind mutig. Irgendwas knurrt. Ah, ich weiß nicht was. Wir brauchen einmal ein bisschen Mana. So einen guten Schluck. Tränkelein. Mana-Trank. Prost. War das genug? Ja. Und dann werden wir wieder unsere Faust spielen lassen. Und das mit... Ah, da ist sie ja. Unsere Steinklaue. Das war's mit der Steinklaue. Ich habe es knurren gehört, aber nicht gesehen. So, wir werden auf jeden Fall wieder speichern. Weil wir werden versuchen, auch diesen Unhold da drüben umzubringen. Für Erfahrungspunkte. So, du Unhold. Ich sehe nichts. Kaya, es tut mir leid. Kleines Stück. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Au! Oh. Wisst ihr nicht? Ich brenne, ich brenne, ich brenne, juhu! Ich sollte noch was essen. Geht das nicht? Essen. Essen. Da. So, ein Unhold. Oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Voll erwischt auch noch. Ich glaube, jetzt muss ich leider was trinken. Sorry. Also das war Mana-Trank. Ja, geht auch. Mach ihn tot, mach ihn tot. Puh, super. Schön. Das war jetzt nicht schön, also nicht sauber gespielt, aber naja.
kleine Mana-Pflanze nehme ich auch gern mit. So, wo ist jetzt der eine Ding gestorben? Ah, alles drum. Okay, passt. Hui! Zum Glück haben wir es zum Essen gekocht. So, immer schön her mit euren Sachen. War es jetzt Gewitter oder hat uns jetzt was angeknurrt? Keine Ahnung. Gut. Dann würde ich sagen, wir speichern nochmal. Das war jetzt nicht so schlecht. Und dann schauen wir mal bei dem kleinen Lager da vorne vorbei, weil irgendwie, da sind Leute. Keine Ahnung, ob das jetzt Banditen sind. Ich meine, ich könnte jetzt schon mit dem Feuer, mit der Feuerhand da schauen, ob es Banditen sind. Aber ist wurscht. Wenn sie uns angreifen, bringen wir sie halt um. Ja. Du verdammter Sack! Was? Das sagt man nicht. Ein Schelm, der böses Ding. So. Das hast du jetzt davon. Idiot. Ja. Mal schauen, was sie haben. Nix. Noch weniger als nix. Gar nichts. Schön. Dann können wir davor noch die Viecher da umklatschen. So, schön speichern. Das wäre, glaube ich, in Ordnung. Na, was machst denn du für Geräusche? Ich muss schon einmal so besiegen können. Ah, normal schon. Oh ja, ist keine Hexerei mehr. Die können nichts mehr. Ich habe keine Energie. Jetzt aber. Also das ist jetzt schon lächerlich. Lächerlich einfach, muss man schon sagen. Aber das ist klar. Am Anfang bringt uns alles um. Sind wir eh gewohnt von der Gothic- und Risen-Reihe. Und später ist man einfach OP und klatscht einfach alles weg. Dann wird der Jäger zum Gejagten. Das Recht des Stärkeren. Oder so, ne? La la la. Davon haben wir noch ein Spinnilein. Boah, das ist voll lustig, alles auszurotten. Also ich meine, das hört sich jetzt voll gemein an, ne? Also ich meine, wir können jetzt denen, die uns umgebracht haben, eigentlich mal eins auswischen. So. Ich hätte es halt so gemeint, dass man jetzt keine Angst mehr haben muss, dass man so stirbt, ne? So leicht. Man hält jetzt ja doch schon was aus. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Miau. Auf jeden Fall komplett falsch und auf gar keinen Fall in irgendeiner Richtung, also irgendwie in der Richtung, wo wir hin müssen. Oha. Dachte ich schon, was knurrt denn da so schwer, gemein. Geschwächt das wieder. Okay. Aha, eine Quest. Gefährliche Gegend. Geht. Ist noch nicht so schlimm. Aha, Quest. Für wen denn, bitteschön? Halt. Heilpflanze. Da unten ist noch einer. Zwei. So, zack, zack, zack. Da müsste noch einer sein. So. Heilpflanze. Weil es müssten ja fünf dann sein, ne? Dann hätten wir die Quest geschafft, nur den Questgeber dazu, glaube ich, noch nicht. Aber ich hoffe, dass das schon noch werden würde. Da ist er. Und hin ist er. Abgeschlossen. Paranoid. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Super. Doch, die Quest hatten wir. Gut, die Quest hatten wir. Habe ich gewusst. Habe ich gewusst. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen, wollte ich sagen. Ja, super. Was lernen und beibringen ist wieder das Thema, ne? So, ich sammle hier mal die Sachen ein. Jawohl, endlich mal ein Wein. Dann können wir einen Trank brauen. Super. Ein kleines Heiltränkchen. Das ist immer fein. So. Na gut, dann würde ich sagen, klub schon mal kurz, ne? Also, wir haben Stufe aufgestiegen. Jetzt ist halt die Frage, was möchten wir denn noch lernen eigentlich, ne?
Die Geschichte mit dem Mana hier wäre nicht schlecht. Könnten wir sogar lernen. Sind wir gescheit genug dafür? Steigert dein Mana mit jeder Stufe. Magie. Da bräuchten wir noch Gerissenheit. Waffe verzaubern. Das wäre super. Geschicklichkeit. Das wäre schön. Was brauchen wir dafür? Einen Berserkerlehrer. Waffe verzaubern wäre, glaube ich, echt cool. Geistgestalt kann was? Magie erhöhen. Okay. Okay. Spruch Lederhaut. Mehr Rüstung. Spruch Aspekt des Kriegers. Mehr Damage wahrscheinlich. Wow. Okay. Spruch Geisterwolf. Magie erhöht. Beschwört ein Geistwesen, das dir im Kampf zur Seite steht. Ach so, ist das mit Geistgestalt dasselbe? Die Wahrnehmungsradius deiner Gegner wird halbiert. Ach so, okay, na. Das ist ja mega. Spruch Heilung. Gerissenheit brauchen wir. Einen Haufen Gerissenheit. Heilt dich und deine Gefährten. Ja, bist du deppert? Gerissenheit. Gerissenheit und Geschicklichkeit. Was haben wir denn hier? Gerissenheit. Soziale Kompetenz wieder. Sie ermöglicht dir bestimmte Fähigkeiten zu erlernen. Sofern du Outlaw bist, erhöht sie dauerhaft deine Stim-Kapazität. Da leck ich mich doch. Ja, nicht schlecht. Wenn ich jetzt auf 10 gehe, ist das zu viel wahrscheinlich, ne? Ja, und Geschicklichkeit war das Thema, ne? Dann könnte man es so machen. Verwerfen. Warte mal ganz kurz. So wegen Heilung. Das wäre halt schon cool. Genau, wegen der Heilung. Na, das lernen wir so. Das machen wir so. Gerissenheit 60. Den einen Punkt nehmen wir dann schon für Geschicklichkeit. So, übernehmen. Ich bitte drum. Dann werden wir demnächst gleich zum Berserkerlehrer laufen. Also laufen, porten. Und werden wir uns da was Gescheites beibringen lassen. Also mir gefällt persönlich Aspekt des Krieges sehr gut. Was ist Bluttransfer? Verwandelt Lebensenergie in Mana. Hui. Für später vielleicht Leben erspüren. Gegner erspüren wahrscheinlich, ne? Also das ist die Sichtweite halbieren, das war das. Giftaura. Wirkt Giftschaden auf alle nahestehenden Gegner. Das ist halt auch cool. Auf jeden Fall Spruch der Heilung wäre cool. Und auf jeden Fall mal Aspekt des Krieges. Und vielleicht auch die Lederhaut. Viel mehr Rüstung, dass man nicht so viel auf die Goschen kriegt. Wäre, glaube ich, ganz schön. Wie schaut es jetzt mit Rüstung aus? Wir tragen Erzberserker-Helm, Rüstung, Erzberserker-Hose auch. Ring des Berserkers, maximale Energie erhöht, nämlich. Erhöht die Mana-Kapazität, das habe ich gar nicht gelesen. Statt maximale Gesundheit, maximale Ausdauer, maximale Energie. Schade ist halt, dass man nicht mehr zwei Ringe tragen darf, ne? Amulett des Schutzes. Maximale Gesundheit. Und maximale Rüstung. Ich nehme jetzt mal das. Das Abenteuer, das Schlösser knacken, Rüstung, maximale Gesundheit. Aha, der hat 4 Sachen. 10 und 5? Okay, na, dann ist... Blödsinn. Was steht der? Maximale Gesundheit und Rüstung. Nehmen wir den mal. Multitalent. Stärke, Geschicklichkeit und Kampf. Der wäre halt auch nicht schlecht, ne? Da gibt's halt gewaltigst aufs Maul. Ich lass den mal. Multitalent.
Ich probieren wir es mal aus. Wir haben eh Zeit. Ich werde die Parts und verschwinden hier schnell wieder. Ich glaube, ich werde die Parts auf so 25 bis 30 Minuten jetzt immer lassen. Ich glaube, 25 hatten wir jetzt immer, ne? Wir kommen sonst überhaupt nicht weiter im Spiel, eigentlich. Es ist zu groß, glaube ich. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir uns schon Richtung Finale begeben oder ob wir gerade mal die Hälfte haben. Ich habe erst keine Ahnung, ich habe mich auch nicht erkundigt. Ich will mich ja komplett von dem Spiel überraschen lassen. Ich hoffe, dass... Oh, hallo. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel Scheiße baue, wollte ich gerade sagen. Galdar. Aha, noch ein Überlebender. Dem Pilger sei Dank. Du bist kein Outlaw. Willst du etwas Bestimmtes? Hast du was gegen Outlaws? Was meinst du mit Überlebender? Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Überlebender? Was meinst du mit Überlebender? Bist du etwa nicht über den großen Aufzug hier heruntergekommen? Hast du nicht die ganzen Leichen gesehen, die die Berserker dort hingerichtet haben? Naja, da du nicht von den Berserkern in einen dieser Käfige zum Sterben gesteckt wurdest, kannst du kein so übler Kerl sein. Sag, was willst du? Was ist das hier für ein Ort? Was ist das hier für ein Ort? Wir sind alle hier Verbannte, die etwas in Goliath verbrochen haben. Mhm. Und wir sind noch die Glücklichen. Okay. Wir haben hier die Chance, unseren Namen wieder reinzuwaschen. Ein paar Monde hier Holz hacken und das Leben im Wald überleben und wir dürfen wieder zurück. Wer hat euch das denn bitte erzählt, das was hier dieser Anger? Warum holt sich Goliath sein Holz nicht woanders her? Was meinst du mit Glücklichen? Woanders her? Warum holt sich Goliath sein Holz nicht woanders her? Wenn wir in sicherem Gebiet unsere Strafe abarbeiten dürften, dann wäre es wohl kaum eine angemessene Bestrafung. Ich sehe ein, was ich getan habe, war falsch. Und ich werde das Beste tun, um zu meiner Familie zurückzukehren. Kopf unten halten, nachts nicht rausgehen und alle merkwürdigen Geräusche ignorieren. So überlebt man den Aufenthalt hier. Schön. Du hörst nachts merkwürdige Geräusche? Du hörst nachts merkwürdige Geräusche? Die Geister des Waldes. Aha. Es ist schon häufig vorgekommen, dass sie sich den ein oder anderen von uns geholt haben. Schön. Aber ihnen ist es egal, ob ihre Nahrung noch lebt oder schon tot ist. In letzter Zeit verschwinden auch immer wieder unsere Vorräte. Naja, besser sie holen unsere Vorräte als uns. Das ist wieder wahr. Geister vergreifen sich an Vorräte? Es verschwinden Menschen hier? Ja, das Geister oder? Vergreifen sich an euren Vorräten? Es klingt unwahrscheinlich. Aber es ist jetzt schon öfters vorgekommen. Deswegen sollte sich hier nachts keiner mehr draußen aufhalten. Das Risiko, von ihnen geholt zu werden, ist einfach zu groß. Hast du die Geister gesehen? Ich persönlich nicht, aber wer tut das schon? Jeder, der sie sieht, kann nicht mehr davon berichten. Du kannst es ja gerne versuchen, wenn du deines Lebens müde bist. Das zwar nicht, aber probieren geht über studieren. Ich will diese Geister sehen. Ich will diese Geister sehen. Es ist deine Entscheidung. Bitte. Es gab hier schon mehrere, die denselben Wunsch hatten. Ja? Nachts hörte man sie schreien und kämpfen. Wenn alles wieder still wird, sind sie entweder tot oder verschwunden. Wenn du das wirklich möchtest, dann wartest du am besten bis Mitternacht. Wie gesagt, manchmal vergreifen sie sich an unseren Vorräten. Wenn du willst, kannst du dort auf sie warten. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Ach, so schlimm kann das jetzt echt nicht sein, oder? Ich geh dann mal los. Ja, Prost. So schlimm kann das dir echt nicht sein. Egil, und? Hallo. Wofür haben sie dich verbannt? Nein, warte. Lass mich raten. Du hast dich nicht an die Gesetze gehalten, richtig? Welche Gesetze? Na, die Gesetze der Berserker. Technik ist verboten. Du darfst kein Elex besitzen. Klingelt's? Na, ist auch egal. Ich hoffe einfach nur, dass ich bald wieder zurück nach Goliath darf. Oh mein, die Armen. Du bist ein Verbannter. Was genau ist ein Verbannter? Warum bist du hier? Du bist ein Verbannter? Frag mal einfach blöd nach, ne? Du bist ein Verbannter? Ja. Mich haben sie hierher zum Arbeiten verdonnert.
Einen Freund von mir haben sie an den westlichen Rand des Waldes verbannt. Vermutlich ist er längst von den Viechern hier im Wald gefressen worden. Oder Schlimmeres. Klingt übel. Möchtest du, dass ich deinen Freund suche? Das wäre eine Idee. Möchtest du, dass ich deinen Freund suche? Nein. Selbst wenn du seine Leiche finden würdest. Bitte erzähl es mir nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ach. Hauptsache, ich bin bald wieder in Goliath. Dann kann ich all das hier endlich vergessen. Ja, das ist schon eine harte Geschichte hier, ne? Was genau ist ein Verbannter? Was genau ist ein Verbannter? Wir sind die Vergessenen, die Abgelehnten und Ausgestoßenen. Wir sind die Opfer der Gesetze der Berserker, für die wir unser Leben gegeben haben. Nur um von ihnen in die Wildnis ausgespuckt zu werden. Das ist es, was wir sind. Verbannte. Naja, die Berserker haben damit als sich selber einen Gefallen getan. Die müssen nicht ihr eigenes Leben dafür aufs Spiel setzen. Ne? Dafür haben sie diese Deppen. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Meinst du, was ich verbrochen habe, um verbannt zu werden? Oder was hier meine Aufgabe ist? Beides. Warum bist du verbannt worden? Wofür bist du verbannt worden? Hab mich nicht an die Gesetze gehalten. Hatte eine dieser Klerikerwaffen zu Hause rumliegen. Ui. Hat Angrim vom Eisenclan gar nicht gefallen. Ja, und jetzt sitze ich hier in der Scheiße. Ja. Monster überall um mich herum und keine Waffe zum Verteidigen. Solange diese Biester nicht verschwunden sind, setze ich keinen Fuß hier raus. Was ist denn das auf deinem Rücken? Das ist eine Waffe. Die Kreatur im Wald sind erledigt. Ah, da gehört die Quest hin. Die geschwächten Wühler, ne? Wunderbar. Die Kreaturen im Wald sind erledigt. Mhm. Vielen Dank. Gerne. Wirklich. Leider kann ich dir nichts geben, da ich nichts besitze. Ich wüsste zu gern, wo diese Mutanten eigentlich herkommen. Ich weiß nur, dass sie häufig zusammen mit den Alps auftauchen. Aber das ist auch schon alles, was wir wissen. Aber egal, wo sie herkommen. Wichtig ist, dass sie jetzt weg sind. Danke dir. Ja, gerne. Mein Tag freut sie wer. Das ist schön, wenn sich wer freut. Hast du noch... Hey, oh, entschuldige. Hast du dir schon einmal überlegt, was du machst, wenn das alles hier vorbei ist? Wenn ich ehrlich bin, habe ich bisher eher relativ kurzfristige Pläne. Warum fragst du? Weißt du, ich habe ja mein ganzes Leben lang kämpfen müssen. Auf Magalan kannst du nur überleben, wenn du stark genug bist. Ja, und man muss sich schon aussuchen, mit wem man befreundet ist. Denn ohne Hilfe von wirklich guten Freunden überlebt man in der Regel nicht lange. Dann stellt sich die Frage, wem man sein Leben anvertraut die nächsten Jahre, meine ich. Nicht wahr? Ja. Naja, irgendwann wird es eben Zeit, dass, Und was hast du dir da vorgestellt? Ach komm schon, du weißt doch, was ich meine. Ja, und für mich ist es genauso. Wir sind mehr als nur Freunde. Oh, jetzt wird's noch romantisch heute. Mei, das muss ich noch machen. Auch wenn der Part schon Überlänge hat. Ach komm. Ich denke, ich bin nicht der Richtige für dich, was? Ich denke, ich brauche noch etwas Zeit. Nein. Ja, und für mich ist es genauso. Wir sind mehr als nur Freunde. Ja, und für mich ist es genauso. Wir sind mehr als nur Freunde. Wirklich? Oh, das freut mich, dass du das so siehst. Ja. Hör zu. Wir sollten in Ruhe darüber sprechen. Am besten ungestört. Ja. Ja, das sollten wir. Was? Für den Fall, dass jetzt was Schmutziges kommt, Kinder, schaut's mal kurz weg, ne? Da wären wir. Ja, da wären wir. Du bist unsicher, aber das brauchst du nicht. Ich bin nicht so gut in solchen Sachen. Ja, ich weiß. Oh, ist das süß. Oh. Ach, das ist süß. Echt. Hurra, wir haben eine Freundin. Yippie. Oh, ist das süß.
Wow, und haben wir echt viele Erfahrungspunkte damit bekommen. Mei, ist das süß. Oh, wie cool. Das ist echt süß. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Mei. Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Oh, ist das süß. Ich geh klein. Wie geht's dir, Schatzi? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Oh. Mei, ist das süß. Oh, Gottchen, ist das süß. Meine Güte, ist das süß. Ist das süß. So, ich muss jetzt aufhören für den Part heute. Jetzt haben wir mehr als Überlänge, aber das hat sich gelohnt. Mei, ist das süß. Mahlzeit, Süße. Die gönnt sich gleich mal ein Frühstück. Recht hat sie. Auf jeden Fall, ihr Lieben, das war's für heute. Mei, ist das süß. Ich schwärme noch ein bisschen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!